Le Freunde, willkommen zurück zu Super Mario Run. Wir machen heute weiter mit der zweiten Welt und zwar mit Welt 2-3 Flap Flap Schatzort. Aber vorher, Ligias, wechseln wir zu Todd, denn das wollte ich sowieso machen. Ich hab's ja angekündigt, ne? Wissen Sie Bescheid. Todd, dieser Bewohner des Pilzkönigreichs und treuer Diener der Prinzessin, legt ein flottes Tempo vor. Kennen wir ja schon soweit aus Super Mario 3D World. Ja, da war der Gute ja auch extrem schnell unterwegs. Hatte aber, naja, so ein paar Sprungprobleme. Er hat nicht so einen hohen Sprung gehabt wie Mario zum Beispiel. Aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem ganz gut gebacken. Hoffe ich doch mal. Oh Gott. Okay, Vorsicht. In Ruhe, Todd, in Ruhe. Was willst? Ohne Witz. Ich darf springen, wie ich will, Fräulein. Ja, ist ja gut. Aber ich sag nur, ne? Wie soll ich denn da rankommen? Wie soll das denn gehen? Warte mal kurz. Ich will runterfallen. Ich will runterfallen, damit ich das nochmal neu machen kann. Komm schon. Ja, genau so. Jaha. Man muss nur die Tricks vom Spiel kennen, dann ist alles gut. Ich komme da trotzdem nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Ich glaube, die Flap-Flaps kommen nur einmal dahin, kann das sein? Oder? Nein! Brudes! Autsch. Kann man laut sagen, Fräulein. Egal, wir machen es doch mal. Es muss doch irgendwie gehen. Komm schon. Gerade nochmal hier. Oh, das ist aber auch so eine knackige Stelle, ehrlich. Das ist echt zum Heulen, Fräuleins. Sie wissen Bescheid. Naja, komm, wir probieren es nochmal. Ich meine, ja, nein, jetzt bin ich zu hoch gesprungen. Bitte. Suizidiere einfach mal, Fräulein. Fräulein Todd, auch wenn Sie männlich sind. Vieles Dank. So, komm. Wo ist denn der? Das ist wirklich eine schwere Stelle. Komm, wir machen das mit einem Neustart, weil ich will nicht wissen, wie schwer die anderen rosa Münzen sind. Ne? Echt hart. Oh Gott. Vielleicht liegt es aber auch an Todd. Das kann auch sein, dass er viel zu schnell ist und so. Wir gucken mal. Ja, ich komme jetzt gerade ganz gut mit ihm klar. Ist mir egal. Ist mir egal. Komm, wir haben die Münze bekommen. Natürlich müssen wir dann von einem anderen getroffen werden. Aber wir kriegen sowieso noch einen Pilz. Sehr schön. Wobei uns der Pilz ja nichts bringt, ne? Wir werden nur durch den gar nicht groß. Nein! Brudes! Thanks! Oh Gott. Kein Problem. Ich raste vollkommen aus! Aha. Oh Gott, ist das hier aber auch... Das ist hier aber auch... Oh! Nein! Nein! Ja, komm, zurücksetzen, komm. Das war jetzt zwar so nicht geplant, aber... Okay. Wenn du dich zurücksetzen lässt und automatisch in ein Loch fällst, da kannst du nichts gegen machen. Wie ich öfter mal zu sagen pflege. Und diesmal stimmt es auch wirklich, weil du kannst da echt nichts gegen machen. Klar muss man dann aufpassen, wo man überhaupt sich dann wieder rausfallen lässt. Aber... Brüdes... Juckt nicht. Jetzt bin ich zu tief gesprungen. Jungs, bitte. Hammerhart. Hammerhart. Ich habe hier gerade so Probleme mit dem Level, ne? Zum Heulen ist das. Komm schon. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Hallo? Wie sollen dann die nächsten Münzen werden, ehrlich? Ja, so soll man es machen, aber das ging gerade eben nicht. Das ging gerade eben gar nicht. So, komm, wir sammeln jetzt mal die roten Münzen ein. Weil wir es können. Wir kriegen einen Superstern. Geil! Tot! Und die Münzen sammeln sich von selber ein, oder was? Das ist ja auch eine sehr, sehr geile Sache. Warum ist die Münze hier nicht? Ey, hier war doch gerade eben die Münze! Wo ist die Münze hin? War die nicht da oben gerade eben? Habt ihr das... Ich bin auf dem Flap-Flap draufgesprungen, das ist doch total dumm. Was soll das denn? Boah, ist das dumm. Das ist doch nicht dein Ernst! Junge! Habe ich mich gerade eben verguckt oder war die Münze nicht gerade eben da oben? Nicht, dass sie ihren Spot geändert hat. Wenn das so ist, Fräulein, ich komme zu Ihnen und werde Sie klatschen. Für das, was Sie getan haben. Sie wissen Bescheid, ja? Gut. Das ist doch eigentlich so einfach. Ich weiß nicht, warum ich da gerade eben so gehangen habe. Verzeiht. Ich apologisiere mich dafür. Ja? Für dieses beschämende Verhalten.
Umdrehen, umdrehen. Ich habe echt das Gefühl, dass sich die rosa Münze dann von selber einsammelt. Ja, oder? Das sieht echt danach aus. So, wir müssen aber nach oben, das ist klar. Och nein. Wie beschissen werde ich denn hier zurückgesetzt? Ah! Gott. Oh, Todd, bitte spring da rein. Ich glaube, ich bleibe bei Mario. Todd ist mir zu schnell. Kann man vielleicht machen, wenn man... Na, was ist das denn? Ich habe doch nichts gemacht. Ja, dann mache ich das halt so. Ist mir egal. Ich hatte sowieso geplant, das so zu machen mit der rosa Münze. Ah, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Wenn jetzt nicht ein Flap-Flap kommt, der mir... wunderschön. Der mir irgendwo reinsegelt, dann läuft das. Und es lief, wie wir gesehen haben. Es lief sehr gut. Ja, Todd, ja, gut, Todd, ja, ich bin Todd, ja. Nee, wir bleiben bei Mario, das ist mir wirklich, wow. Besiegte Gegner. Okay. Was bekommt man dafür? Weitere Todd-Relikarten, das kann sein. Bläh. Kann sein. So, komm, wir switchen mal wieder zu Mario. Das ist mir gerade mit Todd echt viel zu schnell hier. Weiß Bescheid. Der weltberühmte Klempner wächst über sich hinaus, wenn er einen Superpilz erwischt. Jawohl. Das ist ein Luftschiff. Die verheerende Luftgaleere. Klingt auch hart. Ja, und es gibt keinen Weg zurück wie bei Mario Run. Oh Gott. Ninjis! Meine besten Freunde, die Ninjis, jawohl. Scheiß drauf. Oh fuck, da oben ist doch bestimmt... Soll ich nah rankommen? Die verdammten Ninjis, ne? Ich hab sie schon immer gehasst. Ich guck mir erstmal das Level an, bevor ich dann irgendwas mache, aber... Wie soll man denn da hochkommen? Das geht... Soll das gehen? Geht das irgendwie? Wir lassen uns zurücksetzen. Komm schon. Wir wollen jede Münze mitnehmen und ja. Das war, glaube ich, gerade eben die zweite, oder? Ich hab doch nichts gemacht, Alter. Wie dumm man hier manchmal, also wie dumm er sich dann auch manchmal fallen lässt, ne? Ist wirklich... Du bist dumm, Kai, ja? Bruder. Sorry. Du Model. So. Oh Gott. Oh! Wie soll ich da rankommen? Das geht doch auch nicht. Da kannst du... Wie sollst du da rankommen? Musst du vorher auf die Kanone springen? Kann sein. Ich wette, bei den anderen Münzen musst du... Oh, fast wieder hier getroffen worden, ey. Ohne Witz. Alter Falter. Altes Faltes, Bruders. Ist wohl doch nicht so chillig vanillig, wie gedenkt. Ich glaube, du musst... Wie macht man das denn dann gleich? Wie soll das gehen? Wie kommst du da hoch? An die Münze. Ja, nein, das ist doch nicht dein Ernst. Umbringen. Wie kommst du daran? Du musst ja so Kombos machen mit Kanonen und so, ist mir klar. Und schon wieder, du... Das ist doch echt, weißt du... Finde ich das ein bisschen beschissen? Ich komme da nicht hoch, ich krieg das nicht hin. Ich verzweifle hier, ohne Witz, das ist hammerhart. Komm ran. Für solche Sachen brauchst du einfach... Autsch! Ja, Neustart. Für solche Stellen brauchst du einfach so Items wie den Propeller oder so. Damit hast du es dann wirklich extrem einfach. Aber ich glaube, es gibt hier nicht mal Feuerblumen in dem Spiel. Kann das sein? Es gibt nur die Möglichkeit, Super Mario zu werden. Mehr gibt es hier nicht. So, hier ist ja die nächste. Das ist ja alles kein Problem. Nur die Stelle gleich. Die ist total... Weiß ich nicht. Ja, und dann ist das... Was ist denn das? Was denn? Ich krieg das nicht gebacken. Es tut mir leid. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Der Ninja ist zu weit rechts und die Kanonen sind viel zu... Ja. Wow. Da! Jetzt hat... Oh. Mario! Du alte Sau! Wunderbar. Nein, springen und springen. Ja, okay. Oh Gott. Brüdes, übertreibt nicht. Jetzt ist die Frage, kommt es zum... Kriegen wir... Wir machen einen Kampf gegen Morten.
Wie geil. Was jetzt? Was mache ich jetzt? Ah, einfach hin und her rennen, oder was? Okay, interessant. Okay. Ah! Oh, wir haben es geschafft. Wunderbar. Ja, Mario Nummer 1, ja, ja, ja. Hammerhart, Alter. Hammerharte Münzen und hammerharter Bossfight. Nicht. Da ist was drin. Was soll ich mit dem Scheiß? Das ist die Frage des Tages. Ding, ding, ding. Alter Falter. Das ist hammerhart, oder? Das ist wirklich... Ich komme hier echt ins Schwitzen, Mann. Ja, 10 Rally-Tickets bekommen. Und nochmal Steinblöcke. Und ja, Level Todd Rally. Guten Tag. Und Rally-Tickets. Achievements über Achievements. Und wenn man jetzt nochmal zurückgeht... Wenn man jetzt nochmal zurückgeht... Steht das da. Habe ich euch im letzten Part gar nicht gezeigt. Aber auch nur, weil es nicht nötig war. Egal, komm, wir machen direkt weiter mit Welt 3 und springen und schalten. Könnte eine Wüstenwelt sein. Wobei eigentlich ja Wüstenwelten, ich sag mal, Bestandteil von der zweiten Welt sind. Oh Gott. Wie soll ich da rankommen, Bruders? Mach keinen Mist. Ohne Witz. Oh Gott. Okay, kein Problem. Ich wollte sowieso nochmal nachschauen, was denn hier in der Röhre drin ist. Da ist doch locker was drin. Nicht? Okay. Daneben nicht, Bruders. Bye. Oh, wir müssen da hoch, wir müssen da hoch. Jetzt warten wir ab. Ich meine, das Gute ist, Lakito schmeißt ja nur mit, Nein! Lakito schmeißt nur mit Münzen, das ist schon mal ganz gut. Alter Falter, das ist... Was soll ich dazu sagen? Es ist hammerhart. Wie gesagt. Ist wirklich gut. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob Lakito diese Münze überall hinträgt. Das heißt, ob man die Münze immer bekommen kann. Das weiß ich nicht. Das werden wir bald rausfinden. Das ist das Gleiche wie gerade eben auch. Richtig dumm. Boah, ist das behindert, ey. Du springst und fällst dann da... Ja, runter. Ja, guten Tag. So, jetzt abwarten. Ja, okay. Abwarten. Zack. Ich meine, es wird ja nicht ohne Grund sein, dass wir hier hochgehen können. Ist es nicht so? Jawohl. Bruders. Oh. Hoch. Ich will den Stern haben. We did it. Dora, jawohl. Ich werde da oben. Hier ist sie. Oh Gott, ja. Komm, durchrennen, durchrennen. Münzen, Münzen, Münzen. Ohne Witz. Das gibt die Klicks. Okay, da oben war noch ein P-Switch. Aber das soll mich nicht jucken. Ohne Witz. Sehr schön. Hat gar nicht so, so lang gedauert. Ging fix. Wie fordernd das ist. Ich komme hier echt manchmal ins Straucheln. Ohne Witz, das ist... Boah, er ist zum Heulen, hallo? Mensch! Man muss auch noch den Lakito besiegen. Wie soll das denn gehen? Die Challenges kann man sich bald mal angucken. Ich will erstmal hier durch. Ja. Erstmal so ein bisschen lecker durchrushen. Welt 3, 2, die machen wir heute noch. Der Kugelfili Kreuzfeuer. Das Kugelfili Kreuzfeuer. Jawohl. Auf geht's. Oh nein. Nein! Verfolgen mich, die Dinger. Ja, das sind sogar die suchenden Kugelbillis. Na, ist jetzt hier nichts lecker, schmecker, easy, ja. Ist hammerhart. Möchte ich sagen. Jein, nein! Ich lasse mich gleich wieder zurücksetzen. Oh, ich glaube, du musst da hoch für die Münze. Da war doch was. Das ist wie, als werde ich mich an etwas erinnere. Da war doch was. Ich bin noch da drauf gesprungen. Okay. Übertrieben einfache Sternenmünze, ja. Autsch.
Und jetzt genießen wir das Leben und leben. Okay. Ich wusste, dass da oben was ist. Ich wusste es. Wo war die Stelle? War die hier? Ich bin wieder am Spawn. Ja, Spawn, okay. Ja, kein Problem. Ich meine, ob wir das Level jetzt neu starten oder hier unser Dasein fristen. Am Ende des Tages ist halt kein Unterschied. War da unten nicht eine? Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht! Fuck. Ich hab doch gar keine... Ja, geil. Was bringt dir das Zurücksetzen, wenn du keine Zeit hast? Das ist mindestens genauso dumm. Ich meine, ich weiß, ich hab ein bisschen getrödelt, aber dafür bin ich ja bekannt, ne? Red uns Kai die Drecksau, die immer total langsam in Let's Plays ist. Ja? Ich hab sie schon immer gehasst. Ja, genau. Oh ja. Hi. Da oben ist noch die Stelle. Ja. Kann man sich wieder zurücksetzen. Also bye. Du musst einfach jeden einzelnen Kugelwilli mitnehmen. Ich hoffe, es kommt noch einer. Das will ich nicht. Das ist aber auch... Es ist so geeicht, dass du die Stellen nur erreichen kannst, wenn du zum ersten Mal da warst. So, das Spiel schert sich einen direkt darum, ob du jetzt irgendwie dich zurückgesetzt hast oder nicht. Das ist dem Spiel völlig egal. Du hast dich zurückgesetzt? Tja, der Kugelwilli kommt dann später nochmal. Bitch. Ich bin doch gesprungen. Jetzt ist mal, das ist doch lächerlich. Das muss nicht sein. Ohne Witz. Ich weiß ja genau, dass wenn da jetzt gleich der Kugelwilli kommt, dass ich hier und ja und genau, hi. Und jetzt kommt ja hier die Stelle, oder nicht? Zack, zack, ja. Geil. Easy going, oder was? Bonus. Ja, kann man so sagen. Komm, Stern einsammeln. Ich hab doch gemacht. Habt ihr das? Das war doch total... Ja. Okay. Ich bin gesprungen. Aber okay. Was hab ich gesagt? Easy going, Brüdes. Jetzt lass das Level aber langsam mal beenden hier. Oh Gott. Oh, da wird ja mal hier so ein bisschen für Action gesorgt, ja? Wunderbar. Wir sind diesmal über die Fahne gekommen. Wir hätten eigentlich rüberspringen müssen. Aber leider ist das nicht so. Okay, die Freunde, ich würde sagen, wir sind ganz gut... Ja, was heißt ganz gut? Wir haben jetzt 18 Minuten gebraucht für 4 Level. Ist das okay? Ich würde sagen, damit kann man leben. War das 4 Level? Ich glaube schon. Doch, müssten 4 gewesen sein. Ich Freunde, beim nächsten Mal machen wir dieses Maxi-Cooper-Level. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Ciao. Und nicht vergessen, wenn euch der Part gefallen hat, Daumen hoch. Und wenn ihr hier neu seid, abonnieren.